So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe den Robin dabei. Hey. Und wir machen seit fast zwei Jahren, glaube ich. Schon echt lang. machen wir die Tradition, dass wir zu jedem Release, was rauskommt, zusammen ein paar Booster öffnen. Yes. Und dieses Mal sind es Lord of the Rings Tales of Middle-Earth Set Booster. Da das ein relativ teures Set ist und wir jetzt nicht die krassesten Sponsoren dafür bekommen haben, leider Gottes, habe ich das nicht geschafft. Manchmal bekommt man das ja. Ja, haben wir jetzt erstmal nur in Anführungsstrichen 4 Booster. Die würden wir jetzt zusammen aufmachen. Bevor wir anfangen, wenn ihr es noch nicht getan habt, den guten Robin, bitte einmal hochgehen, einmal abonnieren, bei ihm nachgucken. Wir machen wöchentlich Podcasts zusammen, falls ihr es noch nicht wusstet. Und wenn ihr alles mögliche andere an Reise-Vlogs nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus anderen Sichten sehen wollt, könnt ihr sehr, sehr, sehr gerne bei Robin vorbeischauen. Er macht da sehr, sehr viel und auch mittlerweile sehr regelmäßig, was ich sehr gut finde. Ja, auf jeden Fall. Und hier, wie gesagt, Radio Ravnica. Yes, ich hab's guter Sticker. Wir haben es auf der Playmat noch irgendwo drauf gehabt, aber jetzt nicht in dem Ausschnitt. Deswegen wisst ihr, nach welchem Logo ihr Ausschau halten könnt. Und natürlich, wenn ihr schon mal dabei seid und ihr habt noch Marc noch nicht abonniert, solltet ihr jetzt unbedingt Marc abonnieren, denn es kommen noch mehr Unboxings dieser Art. Und ich finde es ja immer eine sehr nette Tradition. Ja, ich auch. Deswegen lass uns doch mal direkt starten. Ich habe schon richtig Bock. Können wir machen. Meine Booster sind leider alle irgendwie so hart geknickt. Das muss ein bisschen lachen. Hauptsache, die Karten sind halt fein, ja, nicht geknickt. Das wäre ganz schlimm. Genau, ich muss mal gucken, ob du jetzt, haben wir jetzt deutsche oder wo die hergestellt wurden, tatsächlich. Weil dann, meine wurden nämlich in Belgien hergestellt. Ich weiß nicht, wo deine hergestellt wurden. Warte. Weil das ändert sich das. Musst du unter der Lasche schauen. Und da steht Made in. Ganz unten links steht Made in. Ich kann es nicht genau lesen. Ich glaube, USA. Fabre en États-Unis. Ach so, Made in USA. Ich habe die USA. Made in USA. Genau, du hast USA-Booster. Ich habe tatsächlich Belgien-Booster. Oh, sehr gut. Spannend. Das heißt, wir haben, glaube ich, aber auch eine Differenz drin, was die Reihenfolge ein bisschen angeht, glaube ich. Aber wir können ja einfach schauen. Also Artkarte, Basic Land. Wir starten mit Artkarte, Basic Land. Und dann kommt bei mir halt eine Kamen. Bei mir fangen es dann auch mit den Kamen an. Okay. Genau. Gut. Okay, weil ich glaube, bei den Japanischen ist es so, dass es eine andere Reihenfolge gibt. Genau, da gibt es halt erst die Rare und dann hat man hinten raus die paar Karten. Oh, Shire Terrace. Genau. Fast so, als ob man keine Secret Rare dafür kaufen muss. Ja, das stimmt. Die Karte, die ich übrigens in Jumpstart sehr gelieben gelernt habe. Ja. Zwei Mana Counter-Attack Creature Spell, wenn es ein Legendary Spell war, kriegt man einen Ring Tempt. Und der Ring Temptet einen ja ziemlich oft. Build a Pony. Ich muss sagen, ich liebe ja Build a Pony. Ich will unbedingt ein, nicht Build a Pony Commander Deck bauen, aber ein Shadowfax Horse Tribal Commander Deck. Und da kommt auf jeden Fall Build a Pony rein. Ich finde es schade, dass sie es in Deutschen in Billung benannt haben, wenn ich ehrlich bin. Heißt der einfach nur Bill im Deutschen? Nee, im Deutschen heißt er Lutz. Ach, Lutz. Lutz das Pony. Witzig. Und ich finde Lutz das Pony auch sehr gut. Ja. Haben wir Stew the Connors. Genau, dann kommt eine Full Art. Nee, bei mir noch nicht. Erst danach. Rising of the Day ist so unfassbar gut in Limited. Ich habe ja nicht viel so gedraftet, aber immer, ich habe das Gefühl, immer wenn ich die Karte draußen hatte, habe ich halt irgendwie gewonnen, weil das in irgendeine Legendary, irgendwie Strider oder so, der mit 4-4 Haste vorbeikommt oder 5-4 Haste, ist schon extrem gut. Und halt, ja, wir haben ja zusammen gedraftet auf der Magic Con. Stimmt. Diesen Content Creator Draft, der war auch ziemlich cool. Auch wenn da aber das Deck nicht so und strong dann war. Rare. One Ring to rule them all. Eine Saga. Und Gandalf the Grey. Gandalf the Grey. Die erste Karte, die wir, glaube ich, gesehen haben aus dem ganzen Set. Genau. Ist ganz nett. Und ich habe noch ein Dunedain Blade. Ich habe hier noch den Peregrin Tuck. Und dann noch ein Food Token. Ich finde die Food Token immer noch sehr, sehr hübsch in diesem Set. Du hast das wunderschöne Basic Land auch bekommen. Das ist auch sehr die, cool. Die Karten Basic Lands. Sozusagen. Yes, die finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Genau. Gehen wir weiter, gucken mal durch, was wir haben. Hast du schon viel Herr der Ringe aufgemacht oder war das so ein Set, was du viel geskippt hast? Ich habe immens viel aufgemacht, mir wurde extrem viel davon zugeschickt. Ich habe alle Commander Decks aufgemacht, ich habe zwei Collector Displays aufgemacht, ich habe ein Set Display aufgemacht und auf dem Channel. Wirklich crazy viel. Oh, nice. Oh, zwei Swamps. Aber zwei unterschiedliche Kartenausschnitte. Ja,
das hat mich so hart geflasht, dass es mehrere Artworks, weil für mich sieht das gleich aus. Ja. Oder sah zumindest eine Zeit lang gleich aus. Genau, du hast mir das so die Deathmarschs, ich habe hier Mordor. Genau. Ich weiß nicht, ich bin nicht so firm in der Tolkien-Welt, aber es sind zwei unterschiedliche Orte auf jeden Fall. Ja. Aber ja, ich habe tatsächlich auch überraschend viel gesehen, weil jetzt auch auf dem Elbenwald-Festival, da haben wir ja neuen Leuten Magic the Gathering beigebracht. Ey, Shadowfax, da ist er. Ich glaube, die einzige Karte in 10 Jahren Magic, die nochmal den Reminder-Text von Haste drin hat. Weil Shadowfax shows the meaning of Haste. shows the meaning of Haste. Das ist so gut. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Und zum Anlernen haben wir halt die Einsteiger-Karten verwendet von dem Set. Die sind auch ganz cool. Übrigens hier wieder im gleichen Set Build a Pony und Bill Ferrani, die halt ja theoretisch dieselbe Kreatur sind, wieder hintereinander, das ist ganz cool. Du hast den, komm her. Sehr witzig, den Voracious Fellbeast, auch in Limited ziemlich stark. 4 Mana, 6 Mana fliegender, der eine Karte wegnimmt. Und? Samwise Gamgee. Modern Playable. Yes. Und du hast einen anderen Halbling in 2 Farben. Ja, den Typen von Rohan, der Erstschlag gibt mit Air-Quip und so weiter. Ja. Aber deiner ist tatsächlich sehr gut. Und die ist so cool. Die Karte ist, nee, tatsächlich die voll. Die ist so cool, weil jetzt gibt es in Modern zum Beispiel ja Preordain. Ja. Und Preordain's Cried. Hm. Und damit kann man diese Karte halt besser nutzen, weil sie dann für 2 Mana 2 Karten zieht. Ah, spannend. Was super, super stark ist. Und da habe ich noch Theoden. Auch ziemlich cool. Und eine Karte von der Liste. Eine Listenkarte. Wake of Destruction oder Wave of Destruction. Das ist eine Karte, die willst du nicht spielen. Okay. Zerstört ein Land und alle mit demselben Namen. Ah, und es ist nicht auf Non-Basic Land, sondern es ist halt so dein Wald und alle deine Wälder. Du spielst nur grün, dein Pech. Schade. Sehr unfreundlich. Ja. Ach ja, aber cool. Coole Karte. Lustigerweise, Mary, dass du den gezogen hast. Eigentlich hätte ich den ziehen müssen, weil ich glaube, ich habe den in den 3 Drafts oder 3 Limiteds, die ich hatte, jedes Mal dabei gehabt. Und jedes Mal hatte ich irgendein Boros-farbenes Deck dabei. Einmal irgendwie Mardu, als ich in Riegersburg gedraftet habe. Dasselbe, also rot-weiß-grün, als wir in Barcelona gedraftet haben. Und dann selbst bei diesem Un-Event von Gavin Verhey. Oh, ein Foil-Basic-Land. Ziemlich cool. Und du hast auch ein Billet. Das ist auch wieder ein anderes Das ist übrigens ganz schlimm. The Shire ist ja als Karte auch drin. Und das macht grünes Mana. Mm. Und hier haben wir ein Plains. Das finde ich ganz unangenehm. Ja, es ist ein bisschen weird von der Thematik her, muss man sagen. Okay, wir haben jetzt hier die Cummins wieder. Warbeast of Gorgoroth, surrounded by Orcs. Orcish Medicine. Auch so ein typischer sehr, sehr starke Combat-Trick. Also ich hab tatsächlich im Gegensatz zu dir mit Rot-Grün, mit Rot-Weiß, habe ich tatsächlich ultra viel Schwarz und Schwarz-Blau tatsächlich gedraftet in dem Set. Ganz, ganz viel Orks, ganz, ganz viel Ring Tempts You. Deswegen, also das war Shadowfax. Hey, da habe ich meinen eigenen Shadowfax noch mal bekommen. Ja, hier ist noch mal Rising of the Day in einem anderen Artwork. Und dann habe ich Oath of the Grey Host und ein Dunland Kraben. 3 Mana 1/1 fliegend und macht Amass Orcs 2. Yes, sehr, sehr mächtig. Du hast nochmal den Fellbeast. Ja. Ich hab, wow. Hab ich noch mal eine. Hast du 2 davon? Aber hast du davon keine Rare? 2 davon. Ja, da war das einfach eine Uncommon aus Versehen. Nö, das war einfach eine. Oh. Da war einfach. Ich habe auch 4 Uncommons hier drin. Crazy. 5. 5 Uncommons. Was? Ein ja, Uncommon Booster auf jeden Fall. Yes. Ich habe War of the Last Alliance und du hast? Fangorn Tree Shepherd. Das ist so ein Treefolk-Dude. Ist ganz nett. Oh, und ich habe eine Foil Mythic. Last March of the Ends. Die ist gut. Die ist gut. Das ist gut. Ist das gut? Das macht Geldsegen. Okay. 8 Mana. This spell can't be countered. Draw cards equal to the greatest toughness among creatures you control. Then put any number of creature cards from your hand onto the battlefield. Alles klar. Okay. sicher. Das ist gut. Das verbuchen wir als Win, würde ich sagen. Ja, absolut. Sehr, sehr nice. Absolut. Sehr, sehr nice. Sehr cool. Und auch noch ein Foil. Schick. Yes. So, letztes Paket. Letztes Booster. Einmal noch müsst ihr uns beim Labern zuhören, wenn ihr sehen wollt, was für ein cooles Zeug wir öffnen. Dürft ihr. Guck mal hier, das ist eine Stamped. Und das ist ja Minas Tirith tatsächlich. Ah, okay, cool. Auch sehr cool. Ich habe das Hochzeitspaar und dafür aber einen normalen Island. Schade. Okay, habe ich einen Mountain.
Tatsächlich lustig, apropos Artcards, hast du die News letztens gelesen, dass Wizards of the Coast kritisiert wurde, weil die Landfills in Amerika voll sind mit den Artcards, weil die halt jeder einfach wegwirft? Nee, muss aber sagen, finde ich sehr schade. Total, total. Und jetzt mal sind die gerade an Programmen am Überlegen, wie sie halt es schaffen, dass Leute diese Artcard nicht immer wegwerfen. Hier, by the way, eine sehr, 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 sehr mächtige Karte, wenn ihr mich fragt. Ja. Er ist wirklich, wirklich cool. Haben sie sehr cool auch dargestellt. Und der macht wirklich Spaß, tatsächlich zu spielen. Ja, tatsächlich. Hier auch eine Karte, die hat mir einige Siege erbracht, tatsächlich. Und ich finde die sogar so stark, dass ich die in Commander spielen will. Und zwar das Barrowblade. Ein Mana, equip creature gets +1/+1. And whenever equipped creature blocks or becomes blocked by a creature, that creature loses all abilities until end of turn. Das heißt, oh, sie hat vielleicht irgendwie Unzerstörbarkeit von einem Mithril-Code oder sowas. Nein, hat sie nicht mehr, weil sie alle Fähigkeiten verliert. Und das ist sehr versibel und sehr, sehr stark, gerade in so einem Creature-Heavy-Gedöns. Aber du hast ja also auch gerade ganz schön viele Legendary-Kreaturen hintereinander. Huh? Goblin-Orks, Amas-Orks, das ist tatsächlich lustigerweise genau so ein Pack, was ich bekommen habe in einem Art von Draft-Booster bei uns im Sealed-Deck, was ich für mit den Judges gemacht habe. Ja. Kam auch noch ein Video oder kommt noch ein Video von meinem Sealed-Pool. Da habe ich genau das. Ich habe genau alle drei davon. Und das ist so broken teilweise, wenn du halt mit den Orks arbeitest und die halt miteinander arbeitest in so einem Amas-Orks. Das ist so broken. Ja, das glaube ich. Samwise. Ich habe hier noch mal einen Samwise, die ist mit The Stoutheart. Der ist wirklich gut, den spiele ich tatsächlich im Legacy. Und ich habe schon mal eine Mythic hier im Slot. Oh mein Gott, das ist das Sauron? Sauron, Lord of the Rings. Oh, das passt ja als Abschluss zu diesem Video perfekt. Der Herr der Ringe selber. Und du hast Fortune New. Boah, die brauche ich Fortune noch für meine sehr, sehr für meine Equipment Commander Deck. Ja, schicke ich dir zu. Und? das ist mein Fluch konnte nicht gebrochen werden. Ganz zum Schluss kommt noch Mary da vorbei. Mein vierter Mary mittlerweile. Und dann habe ich noch einen Foil Captain of Umbar. Und ein Opportunity. Ich musste gerade ein bisschen Luft anhalten. Ja. Oh. Orkisch. Aber es ist die falsche. Orkisch, nicht die Baumeister, sondern die Medicine. Und eine Karte von der Liste. Eine Opportunity. 6 Mana Target Player draws 4 Cards in Instant. Ich dachte erst, das wäre diese Opposition. Da dachte ich, das Artwork kenne ich aber nicht. Aber sehr, sehr cool. Ja, ich will gar nicht mich beschweren. Ich habe wieder meinen Mary dabei. ich habe hier so ein paar alternative Art. Ich meine, Herr der Ringe himself so sozusagen. Also Hammer Booster, würde ich sagen. Yes. Absolut cool. Und wie immer danke, dass du dabei bist. Ich finde das immer noch großartig. Ich liebe diese Tradition. Und Vielen Dank für die Booster. Die hast du mir ja wirklich zugeschickt per Post. Deswegen Hammer auf jeden Fall. Ja, nee, und genau, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne als allererstes bei Robin vorbeigehen, den abonnieren, das habe ich euch schon mal gesagt. das Video hier liken Kommentar da lassen, was ihr so für Herr der Ringe Informationen habt, beziehungsweise was ihr da so gemacht habt, ob ihr das immer noch cool findet oder ob ihr jetzt im Wilds of Eldraine Fieber seid. Und, genau. Was ist eure krasseste Karte, die ihr aus dem Booster gezogen habt? Schreibt es uns in die Kommentare. Yes. Ich kann auf jeden Fall sagen, Last March of the Ants ist auf jeden Fall schon mal ziemlich krass dafür, dass wir einen Bus gezogen haben. Dementsprechend, ich freue mich und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.